So, hallo und herzlich willkommen zurück beim weiteren Part von Mario Kart Wii. So, im letzten Part hatten wir eine gewisse Schmach erlebt. Gegen Toadette haben wir nämlich den Bananencup verloren und nur eine silberne Banane bekommen. Das soll sich in diesem Part ändern. Heute wird alles in Grund und Boden gefahren. Habe ich recht, Luigi? It's a me, Luigi. Natürlich habe ich recht. Im Sterncup mit Daisys Piste, Cooper Cup, Blätterwald und Vulkangrollen. Da kann noch nichts schief gehen. Ach ja. Dann wollen wir mal sehen. Daisys Piste ganz zuerst. Ich bin gespannt, wie ich mich anstelle, aber es kann natürlich nur gut ausgehen. Ein Turbostart wäre schon mal ganz gut. Ja, ein kurzer Turbostart. Na gut, besser als nichts, wa? Oder ein Fehlstart, kann ja auch mal passieren. Passiert auch mir? Nein, aber das darf nicht passieren. Solche Fehler dürfen nicht passieren. Und ich will jetzt nicht meine roten Panzer hier an Berührungen verlieren. Ah ja, Spiel, hast du das gleich zu Wort genommen, wa? So, und als zweiter Maxi-Pilz. Zack. Komm. Mein Baby. Ach komm. Nicht erwischt. Hat er nochmal Glück gehabt, der Hosenmatz. Aber ich bin Erster. Und das ist doch alles, worauf es ankommt. So, mal sehen, ob ich meinen Vorsprung verteidigen kann. Auf der Piste meiner Frau. Oder nee, meiner Angebeteten. Entschuldigung. Nicht, dass ich hier Mario-Fakten durcheinander bringe. So, durch diesen kleinen Tunnel durchgefahren und wir fahren in den Sonnenuntergang. Definitiv eine romantische Strecke. Gerade auch wegen der Beleuchtung und dem Leuchtturm und dem Strand generell. Eine ganz schöne Strecke. Doch, ist ganz schön. Ist jetzt nicht fahrerisch perfekt gestaltet, dafür aber atmosphärisch eigentlich umso mehr. So, und jetzt ein kleiner Vorsprung ist zu erkennen. Also den sehe ich gegenüber Baby Luigi. Und jetzt lege ich einfach mal kühn, wie ich bin, eine Banane ab. Verschwenderisch, wie ich bin. Habe ja nur 4. Okay, jetzt habe ich wieder 3. 5 Bananen hintereinander. Wenn die nicht treffen, dann weiß ich auch nicht mehr. Und wir haben den ersten Platz mit der einzigen Zeit unter 2 Minuten und 15 Punkten auf unser Konto. So, auf zum nächsten Rennen. Aber wie wir schon im Bananencup gesehen haben, selbst 2 Siege haben noch überhaupt nichts zu sagen. Du musst dich wirklich konstant gut zeigen. Nur deine besten Leistungen abrufen, nur dann hast du eine Chance, in diesem Cup Erster zu werden. Sehr philosophisch gesagt, ne? Ja, finde ich auch. Stimme ich mir absolut zu. So, genug des Selbstlobes. Jetzt wird gewonnen. Ach man, nicht so. Dann das Item. Wie schnappt er sich das Item? Ich denke sich, ach, Item, was? Ich? Nein, sowas brauche ich nicht. Ja, mal wieder zu viel gelobt, Luigi. Aber komm, das reitest du schon nach Hause. Das könnte man vielleicht noch bilden. Aus diesem misslungenen Satz anfangen. Haben wir irgendjemanden auf den Fersen? Nein. Alle abgeschüttelt. Wir sind meilenweit vorne. Keine Konkurrenz in Sicht. So. Dann wollen wir mal sehen. Der Cooper Cup. Ja, ist von der Grundidee nicht schlecht. Allerdings finde ich ihn grafisch ein bisschen lasch, muss ich sagen. Oh, vielleicht sollte ich mal die 3 Bananen aktivieren. Hihihi, vergessen. Tja, Mädchen dürfen sowas. Ja, ich genieße diesen Vorteil nicht. So, dann wollen wir mal weiter auf unserer... in unserem Unterwassertunnel hier
Man will mal so rechts und links auf die Fische und die Umgebung schauen, aber man muss sich auf die Strecke konzentrieren und das gibt's doch nicht. Meine drei schönen Items. Ach, kommt, Leute. Nimmt er mir die wirklich weg? Aber wir kriegen dann drei neue. Yay. Und der Stand ist ungefähr so wie bei der letzten Runde. Immer noch super hammergeil. Wobei jetzt Baby Mario ein bisschen aufholt, muss ich sagen. Aber komm, das werden wir doch wohl wettmachen mit fahrerischen. Ach, kommt schon, Leute. Ist es denn ein Witz? Aber die sind schön gestreut. Vielleicht erwischt der Baby Mario einen. Nein, dann nicht. Komm, fahr weiter. Heul nicht rum, fahr weiter. Schnapp das Item und weiter geht's. Blut abgewischt, weiter geht's, Luigi. So, und diese Banane behalte ich jetzt auch mal schön als Heil-Item. Ja, genau. Ich heile mich mit Bananenschalen. Wusstet ihr es nicht? Mit YouTube-Partnerkräften geht sowas. Ach, komm, ey. Laber doch kein Schokolade, Mann. Und ich krieg eine Banane. Ich weiß es nicht. Ich krieg nur ernsthaft eine Banane. Ja, warum denn nicht? Auf dem vierten Platz, ne? Kein Problem. Ich liege schon wieder zurück. Ich, Mann. Dieser Baby Luigi ist jetzt mein neuer Feind. Immer diese kleinen Charaktere. Klein, aber gemein. Und komm, jetzt wird aber mal richtig aufgeräumt. Aufgeräumt wird jetzt, komm. Das Zimmer, die Rennpiste ist unordentlich. Deswegen muss jetzt aufgeräumt werden. Aber nicht vom 10. Platz an. Ich hatte nicht vor, von hinten aufzuräumen, sondern von vorne, Luigi. Das hast du, glaube ich, falsch verstanden. Aber mal ein ganz gutes Item zum Start bekommen. Auch eine ganz gute Pilz-Kaskade erwischt. Oder kann man Kaskade sagen? Egal, ich sage es einfach. Komm, ey. Wickler, wir haben es doch mal gut verstanden. In den NSMB-Leveln hat er mir nicht allzu große Schwierigkeiten bereitet. Obwohl, doch, hat er. Aber gut, da hat mir so gut wie... Gas geben. Gas geben. Nein, das schaffe ich nicht mehr. Komm, gib noch ab. Oh, grad noch so. Ich wollte schon in Pessimismus, Depri verfallen, aber... konnte ich noch abgeben, die Wolke. Uff, Glück gehabt. Ach komm, ey, da war doch kein. Ja, komm, und die erwischt mich auch noch. Ihr habt doch einen an der Waffel. Mann! Ich muss Erster werden. Es ist kein Ziel. Es ist Pflicht. Jetzt. Also habe ich gerade festgelegt. Als mein Ziel. Hä? Naja, egal. Und jetzt können wir doch hinten rum. Beeil dich, Wiggler. Ja, voila. So will ich es sehen. Alles, was ich dir sage, musst du befolgen. So. Dann einmal hier rüber. Und jetzt Gas geben, Luigi. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Der erste Platz. Er ruft. Er wird schon die ganze Zeit von Luigi gefangen genommen. Und jetzt ist es Zeit für einen Wandel. Aber ich glaube, die Leute wollen nicht... Komm, an meine Frau abgeben. Alter, okay, jetzt ist es egal. Haha, ich bin ja schon klein. Gut, es hat mich ein bisschen Zeit gekostet, das gebe ich zu. Aber den Taublock, den habe ich nicht mehr erwischt. Aber Baby Luigi konnte ihn noch erwischen. Konnte ihn noch erwischen, das klingt so positiv. So, jetzt mal ein schönes Item, komm schon. Ich sagte ein schönes Item. Alter, Leute. Nein. Ach man, ey, die Beschleunigungsschwelle nicht erwischt. Ich will Erster werden, nein. Nein, nein. Oh Gott, noch so, ey. Baby Luigi ist noch abgestürzt, ich nicht. Komm, und die überhole ich noch. Hol ich noch ein. Nein, doch nicht so. Weg! Weg! Nein!
Oh, kommt der noch von hinten an? Ich fass es nicht. Oh, hatte ich die extra weggerammt und dann kommt doch tatsächlich noch der Baby Mario vorbei. Oh. Und die Babys gerade dominierend. Baby Mario 2., Baby Peach 3., Baby Luigi 4. und Baby Daisy 6. Ich weiß nicht, aber overpowerte Babys hier. Babys sollte man nicht unterschätzen. So ist das nun mal. So, letztes Rennen, Vulkanrollen. Es geht mal wieder um alles. Oder nichts. Nein, diesmal geht's um alles. Vulkangrollen wurde ja bei Mario Kart 8 mal wieder geremaked. Ja, ob es jetzt schön war oder nicht bei Mario Kart 8, klar, es war deutlich besser grafisch als hier, aber Mario Kart 8 gefällt mir grafisch. Ist nicht mein Favorite. Gerade auch für die Wii-Leistung glaube ich durchaus, dass da mehr drin war. Können Sie mir nicht erzählen, was das alles ist. Jetzt erwischt er auch oben nochmal einen. Jawohl, hat glaube ich sogar erwischt. So, und jetzt zweiter. Das reicht mir nicht. Das reicht generell auch nicht. Da muss mehr her. Ah, nach vorne damit. Schade. Dachte Baby Peach fährt da rein. So, und ich weiß gar nicht, ob Baby Peach jetzt eine direkte Konkurrentin ist, aber tendenziell bin ich ja immer dafür, egal ob Rasse, Geschlecht oder Hautfarbe, jeder wird weggerammt. Ich bin kein Rassist, ich hasse alle Menschen. Ach ja. So, dann wollen wir doch mal unseren ersten Platz hier verteidigen. Ist ja nur noch eine Runde, die wir fahren müssen. Ich bin froher Hoffnung, dass wir das Ganze schaffen. Ich glaube, Luigi ist relativ weit hinten im Gesamtpunktestand. Deswegen wird er mir eher weniger gefährlich. Ich glaube, Baby Mario ist etwas gefährlicher als Baby Luigi. Aber ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, wenn ich Erster werde, dann bin ich auch Gesamterster. So viel weiß ich, weil ich ja von dem Punktestand her generell auch Erster war. Deswegen, ja, logischerweise mathematisch zu beweisen, dass man dann Erster sein werden muss. Ne? Ihr versteht mich. So, noch ein paar Meterchen. Komm, Luigi, wenn du das versaust, dann keine Ahnung. Dann würde ich auf jeden Fall irgendwas bestrafen. Aber ich glaube, das dürfte nicht zum Schief gehen. Ne, das war's. Und wir sind Erste des Sterncups. I'm happy. Oh yeah. Zwar nur noch mit 52 Punkten, 12 Punkten Vorsprung vor Baby Luigi. Baby Daisy um einen Rang zurückgefallen. Ich bin enttäuscht, junge Dame, ich bin enttäuscht. Dennoch, ja, bin ich zufrieden mit der Platzierung. Und jetzt sehen wir uns erstmal diese Endsequenz an. Schön, sich mal wieder auf dem ersten Platz zu sehen. Gefällt mir einfach deutlich besser als auf dem zweiten Rang. Ja. Was lässt sich noch zu diesem Part sagen? Nach nicht reiflicher und überhaupt nicht überdachter Überlegung gar nichts mehr. Das war's für diesen Part. Ich glaube, es ist der 5. Ja, ist der 5. Part des Let's Plays. Ja. Gleich folgt der 6. Part. Ich hoffe natürlich, ihr habt die Playlist des Let's Plays aktiviert oder guckt ihr gerade, denn dann könnt ihr direkt weiterlegen, ohne irgendwelche Klicks. Ihr müsst nicht mal von einem Sofa aufstehen. Insofern könnte ich sagen, tschüss und bis bald, euer Ranginor.